Gernot, unsere Mannschaft trifft auf Kapfenberg am Samstag. Wie sind deine Gedanken vor dem Spiel? Ja, zwiespältig. Zuerst einmal freuen wir uns natürlich, wenn wir Spiele haben. Das andere Thema ist jetzt immer hochgekommen. Mittlerweile zieht sich schon wieder Kaugummi. Ich glaube, dass wir uns jetzt auf das konzentrieren sollten, für das, was wir da sind, zum Fußballspiel. Was die Liga dann macht mit Kapfenberg oder was dann rauskommt, das werden wir dann später sehen. Ja, aber ich glaube, wir sollen jetzt alle mal vorwärts schauen. Bevor wir vorwärts schauen, möchte ich nochmal zurück zu dem Thema. Wie sehr hat dieses Thema, diese Gefahr durch Corona, die Arbeit mit der Mannschaft beeinflusst in den letzten Tagen? Schon ein bisschen, weil man nicht gewusst hat, wie genau das ablaufen wird jetzt, ob wir überhaupt spielen werden. Kapfenberg hat einen Fehler gemacht, das müssen sie auch zugeben, ja, und das haben sie jetzt mittlerweile zugegeben. Ich glaube, die ganze Liga hängt aber dran, nicht nur die zweite Liga, sondern auch die Bundesliga, und da muss man sich schon genau überlegen, was man macht. Wir testen Tag ein, Tag aus, im Prinzip jede Woche. Wir haben einen Busfahrer mit an Bord zum Testen. Und dass das immer alles passt, ja, die Spieler haben ein gutes Gefühl da dabei, dass sie sagen, okay, wir sind sauber, ja, die Gegner sind auch immer sauber, und dann passiert sowas. Ja, ist keine lustige Sache, sondern ja, es hat schon ein bisschen mehr zu tun, als wenn nur verschlammt. Zum Sportlichen, wie erwartest du den Gegner und wie erwartest du das Spiel? Ja, das ist wieder die zweite Sache. Kapfenberg, ja, wird sich gut vorbereitet haben. Sie haben es letzte Woche auch nicht gespielt gegen Innsbruck. Wir schauen aber jetzt nicht so auf Kapfenberg, sondern schauen auf uns selber, wie wir uns das vorstellen. Wir haben letztes Spiel gespielt gegen Young Violets, waren viele Sachen gut dabei. Wir haben aber die richtig dicke Chancen auslassen. Da müssen wir uns einfach verbessern. Da waren wir nicht zufrieden. Aber nur, jetzt kommt das nächste Spiel. Ich glaube, spielerisch sind wir auf einem guten Weg, wie wir vorkommen ins letzte Drittel, auch wie wir jetzt schon die Torchancen rausspielen. Ja, aber nur vor dem Tor müssen wir kötter werden und schauen, dass wir die Tore machen, und dann, ja, dann sind wir sehr, sehr positiv. Wie schafft man das, dass man diesen Schalter irgendwie umgelegt bekommt und sich selbst auch belohnen kann für gute Leistungen? Ja, wie heißt das, wenn man kein Glück hat, kommt das Pech auch dazu. Ja, das war das letzte Spiel, ja, wir erzielen ein reguläres Tor, es wird aberkannt, haben aber davor schon Sitze, ich glaube vor 3 Metern mit dem Kopf, vor 5 Metern mit dem Kopf, der Schelle an vom Torhüter, das waren alles so Dinge, wo es natürlich man besser machen kann, nur man muss auch erst dorthin kommen. Ja, das ist jetzt die nächste Sache. Also wir kommen zu unseren Chancen, und mir ist lieber, wir vergeben sie jetzt, dass wir nächstes Jahr alles, sage ich auch ganz ehrlich. Ein Thema ist auch interessant, die Uhrzeit 20:25 Uhr. Jetzt gibt es in dieser Liga jede Menge Spielbeginnzeiten von ganz am Vormittag bis spät am Abend. Was ist dir am liebsten? Abendspiele, ganz ehrlich, definitiv Abendspiele. Ich kann wenig anfangen mit 10:30 Uhr Vormittag. Ist eher für Kinder, aber ich finde nicht, dass es für Profi oder zweite Liga gemacht ist. Natürlich weiß ich ja, dass Laul Einschaltquoten hat, das ist mir alles bewusst. Nur man muss sich das auch vorstellen, wir sind jeder, glaube ich, um 6 Uhr aufgestanden, haben wir dann uns auf ein Frühstück getroffen, sind dann rausgefahren. Ja, ist nicht so einfach, dass dann wirklich gleich top ist mit dem Spiel. Die Mannschaft hat super gemacht, da gibt es gar nichts. Aber es gibt bessere Termine, und die Abendspiele sind überhaupt bei den Wetterbedingungen jetzt auch. Ich glaube, jeder, was schon mal zu Hause Rasen gemäht hat oder was in der prallen Sonne, weiß, wie das ist, wenn man im Rasenmäher schiebt. Und wenn man aber laufen muss mit Ball, ist unser Beruf, keine Frage. Aber wenn wir es uns aussuchen können, natürlich ist für den Sommer schon ein Abendspiel deutlich, deutlich angenehmer. Viel Spaß und alles Gute für Vielen, morgen. vielen Dank.